Moin Moin aus Hamburg. Wir heißen Axel. Und heute geht es um den Verein Hamburger Spediteure mit seinem neuen Vorsitzer. Bleibt dran. Ja, Axel, am 20. April bist du zum Vorsitzer des Vereins Hamburger Spediteure gewählt worden. Und die Zuschauer, nochmal, da wirst du vielleicht gleich was zu sagen, Vorsitzer. Ja. Nicht Vorsitzender. Nie Vorsitzender. Das ist so. Ja. Dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Nicht? Du bist ja in einer sehr eloquenten Stelle jetzt in Hamburg hier beschäftigt, weil das ist zwar nur, wenn man das Wort hört, ein Verein, aber Hamburg ist nun mal die größte Speditionsstadt Deutschlands. Der Verein Hamburger Spediteure ist seit vielen, vielen Jahren, weißt, 137, ist so, ungefähr so alt wie Zippel, hier etabliert und ist eine sehr wichtige Institution, wo jetzt eben Axel, da wird er gleich was zu sagen, dem Ganzen vorsteht. Und wir freuen uns auf den doch sehr jung und auch jung gebliebenen Vorsitzer. Und er löst Willem van der Schaik ab. Axel, erzähl mal. Die Wahl war übrigens, das möchte ich noch sagen, einstimmig. Mit einer Enthaltung. Ja. Nochmal, das ist nochmal wichtig, nicht, dass du das sagen musst. Nee, gut, ich habe mich enthalten, ja. Ja, nee, also der Verein Hamburger Spediteure ist schon eine Institution bei uns in der Transportbranche. Das war die 137. Mitgliederversammlung. Die 136. und die 137. war die letztes Jahr ausgefallen. Ah, ja, also. Und da die auch im Krieg stattgefunden hat, müsste das so ungefähr hinkommen. Also ja. Man hat das immer durchgezogen. Und ja, wir haben über 300 Mitgliedsbetriebe hier in Hamburg und unser Dachverband ist der DSLV. Das heißt also, 16 Landesverbände bilden dann den DSLV und da bin ich ja schon seit 3 Jahren der Präsident. Ich stelle mich da dieses Jahr nochmal zur Wiederwahl für die nächsten 3 Jahre. Und ja, dann ist das sozusagen unser Landesverband und in dem Landesverband war ich im Vorstand. Da sind 12 Personen drin und da hat es jetzt irgendwie mich getroffen, als neuer Vorsitzer anzutreten. Mein Vorgänger ist Willem van der Schaik, der Geschäftsführer von Hartroth, der geht in Rente. Zwar wie das immer so ist bei guten und umtriebigen Leuten, der bleibt natürlich der Branche erhalten, aber hat seinen Job nicht mehr bei Hartroth in der Form, wie er sie vorher hatte und muss deswegen den Vorsitzer, und da haben wir es wieder, den Job sozusagen räumen. Und das war dann sozusagen der Moment, als ich gefragt wurde und ich gewählt wurde. Vorsitzer deshalb, Axel, 137 Jahre. Da hieß das doch Vorsitzer hier in Hamburg. Früher. Da waren die Hamburger Kaufmannsgilde noch sozusagen genau. So weit im Amt, dass das auch sich sprachlich niedergeschlagen hat und das wurde nie geändert. Ja, und das Ganze ist die erste Mitgliederversammlung gewesen, die online stattgefunden hat, ja. Axel. 4 Techniker saßen da, ein professionelles Studio und mit allen möglichen Techniken, die man so hatte. Das war schon ganz interessant. Und wir können da tatsächlich auch mal reingucken, was da passiert ist. Das Ding ist veröffentlicht worden, liegt jetzt noch eine Weile bei YouTube. Und wenn wir gut sind, schneiden wir das jetzt mal rein und dann können wir gucken, was da abgegangen ist. Und ich gebe jetzt nochmal das Schlusswort an unseren neuen Vorsitzer, Axel Plass. Herzlichen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde. Sie sehen kein Hotelhafen Hamburg, kein berauschender Blick auf Hafen und Containerschiffe, keine Glaskuppel, kein Plüschteppich und kein so wichtiges Beieinander. Dafür jede Menge Technik, Scheinwerfer, Monitore, Mischpulte vor uns hier im fast schon professionellen Studio in der Willy-Brandt-Straße. Dazu gleich 4 hochqualifizierte Spezialisten, die hinter den Kameras dafür sorgen, dass, wenn wir schon kein Beieinander, wenn das nicht sein darf, dann doch wenigstens ein digitales Miteinander an unseren Bildschirmen entsteht. Das ist jetzt also der Moment, an dem ich Vorsitzer unseres traditionsreichen Vereins Hamburger Spediteure werden darf. Ganz ehrlich, das habe ich mir anders gewünscht. Mein herzlicher Dank geht trotzdem an meine Vorstandskollegen für eure einstimmige Wahl zu eurem Vorsitzer. Danke für euer Vertrauen. Nochmals meinen Dank an die Kollegen des Vorstandes des Vereins Hamburger Spediteure, durch ihre Entscheidung nicht nur mir die Möglichkeit gegeben haben, als Vorsitzer den VHSP anzutreten, als für den Vorsitzer, sondern sie gaben ihr Vertrauen auch den beiden Vizevorsitzern, Will van der Schaik und P. Anders Lüders.
Ich bin zutiefst überzeugt, zusammen mit meinen beiden Stellvertretern die kommenden Aufgaben für alle Cluster in der Logistikkette und für alle Mitglieder mit dem gleichen Einsatz zu meistern. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, hiermit schließe ich die 136. und 137. Mitgliederversammlung des Vereins Hamburger Spediteure. Zweierlei möchte ich Ihnen aber zum Schluss mit Blick auf unsere aus den Fugen geratene Welt noch mitgeben. Bleiben Sie gesund und mindestens genauso wichtig, bleiben Sie gelassen. Vielen Dank. Genau, damit wird dann auch nochmal alles gesagt. Da ist dann nochmal alles drin. Also ich bedanke mich nochmal auch an dieser Stelle an alle, die mich gewählt haben. Ist immer ein Haufen Arbeit hier in Hamburg vor uns. Die Terminals sind da drin, der Flughafen, die Behörden. Man hat da mit vielen Leuten zu tun und am Ende geht es um Transportketten, am Ende geht es um Logistik. Und das ist ja unser täglich Job. Aber ich werde immer noch genügend Zeit haben, hier in der Firma meinen Job zu machen. Und ich habe ja mit Axel auch jemanden an der Seite, der mir das Ganze erst ermöglicht und der genau. So ein Ehrenamt und so einen unbezahlten Job überhaupt erst möglich macht. Genau. Axel ist derjenige, der das Ganze sozusagen möglich macht. Und natürlich meine ganzen Mitarbeiter hier, die in der Firma sind. Unsere Mitarbeiter sind sozusagen der Schlüssel dafür, dass man sich überhaupt mit sowas beschäftigen kann. Ansonsten ist ein Unternehmer, glaube ich, mit 100% seiner Zeit im Unternehmen ganz gut beraten. Hier versuche ich jetzt mal 5 oder 10% abzuknapsen. Die muss Axel dann draufsetzen und der hat dann 105 am Arsch. Aber genau. Das ist auch ganz interessant. Und wir reden immer bei unseren ganzen Verpflichtungen dieser Art, das sind immer alles Ehrenämter. Nicht? SVG, Zollpool, Verein Hamburger Spediteure, DSLV. Und was es da alles so gibt, Logistikinitiative, wo wir alle aktiv sind, jeder so für seinen Part. Und das sind alles Ehrenämter. Tja, so sieht's aus. Man soll seinen Beitrag auch leisten für die Gesellschaft. Genau. Das tun wir. Und ich glaube, das ist heute erstmal genug Beweihräucherung. Genau. Wir schicken euch wieder nach Hause und wünschen euch allzeit gute Fahrt. Ich habe da nichts. Nein, steht im Redaktionsplan. Das habe ich gar nicht gelesen. Den studiere ich nämlich auch noch.